Ja, also die, was die Epiphyse angeht, einmal, wir wissen, wie man die Hypophyse testet in unserem System und die kommt ja relativ häufig als gestresst. Da denkt man, der Verdunklungstest über dem Auge ist ein Test für die Epiphyse, nicht die Hypophyse. Und wir sehen die sehr, sehr oft gestresst und das meist gestresste Organ in uns durch die Wi-Fi, durch die WLAN-Umgebung, in der wir sind. Und was wir damit opfern, wenn diese Drüse praktisch geopfert wird, opfern wir sehr, sehr viel von unserer Fähigkeit zu meditieren und in uns zu gehen und Ruhe zu finden innerlich und unsere Verbindung zu finden zur höheren Welt. Und da möchte ich gern einfach einiges drüber sagen, auch wie wir dann testen dafür, was wir haben für Wege, um die Epiphyse zu schützen und zu entgiften. Und so, es ist vieles, ist für euch, wird Wiederholung sein, aber vielleicht nochmal in einem anderen Zusammenhang. Und wegen der Weihnachtszeit war mir es wichtig, dass ich einfach nochmal diesen Weg gehe, oder? Weil die Weihnachtszeit soll natürlich für viele von uns eine besondere spirituelle Zeit auch sein. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, euch noch ein bisschen was zu zeigen dafür.